Hallöchen, Leute, wir sind wieder zurück. Tag. Juhu! Jubel, jetzt endlich! Oh. Und jetzt auch wieder mit Hedda. Ja, wieder dabei. Wieso? Tja, wieso schüttelt meiner den Kopf? Das gibt's ja gar nicht. Abspielen. Wir haben jetzt alles gepackt. Alles in die Agis und alles in die Petris. Sollen wir die Petris jetzt mitnehmen? Wollt ihr die Dodos mitnehmen? Ich will erstmal gucken mitnehmen. Was willst du mitnehmen? Gucken. Gucken? Ja, dort erstmal gucken, wie das aussieht. Bevor ich alles mitschleppe. Also gut. Das ist doch nicht so weit bis dahin. So, Agi. Schlepp. Und noch ein Agi. Was? Ich glaube, der Unbenannte. Nee, der ist zu hoch. Agi, nicht der Agentabis, sondern der Agi gehört dir. Da habe ich auch schon Zeug reingestopft. Ach, der ist schon voll, der ist schon Lastenesel. Was macht denn hier? Gucke mal. Die Hedge, die ackert ja hier. Ja, das hat Hexi gemacht. Oh. Voll am Rumanbrüten. Hat die denn schon mal drin? Ja. Gut. Ja, ich bin bereit, ne? Ja, ich ja schon immer. Geht doch bei mir schnell, weißt du doch. Hexi. Ich bin immer der Letzte. Okay. Dann düsen wir mal. Sollen wir wieder erstmal die kleine Insel ansteuern? Die jetzt hätte ich noch. Wir schaffen das auch. Oh ja. Ja, ja. Und dann arbeiten wir uns ein bisschen nach rechts vor, bis dahin, wo wir meinen, halt. Da. 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 Genau. Da. Ja, spannend, was wir heute entdecken. Und dann bauen wir richtige Butze. Die Frage ist, wir sind ja auch auf einem anderen Server, wo wir gespielt haben, haben wir ja jeder für sich gespielt. Jetzt spielen wir ja zusammen. Sollen wir ein großes Haus bauen für alle? Oder sollen wir so ein kleines Dorf errichten? Jeder baut sich was. Ich denke schon. Ja, was denkst du? Entweder oder? Ein großes. Ein großes. Also, ich bin Devot. Aha. Was bist du? Devot. Unterwürfig? Ja. Er ordnet sich ein. Unser beiden Meinungen, die teilweise verschieden sind. Also Kommando hört auf mich, oder was? Exi, überleg dir es nochmal. ja. Ich habe mich entschieden und sage vielleicht. Ah, okay. Alle Möglichkeiten offen gelassen. Man kann ja so mal so rechts und links vom Gebäude so eigene Stübchen machen oder so. So, Insel. Insel ist Insel und hat nichts zu melden. Wir haben jetzt mal nichts so gefunden. Im Prinzip ist die Insel eine Insel und inselt vor sich hin. Aber diese Insel ist doch eigentlich... Sie ist toll, aber viel zu weit links. Sie ist nicht zentral. Und es gibt bestimmt noch bessere Orte. Ja. Ja. Auf geht's. Map gucken. Gut. Oh, ich hatte gerade die Ego-Perspektive und nicht den Agi von hinten. Flieg los. Ich dachte, ich kipp gerade rüber ins Wasser. Das war mir gerade so ein scheiß Gefühl. So wie auf der Achterbahn auf der höchsten Spitze, ja. Und dann geht's runter. So, aber so. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich von irgendwelcher Klippe runter springe. Nein, runter den lassen wir jetzt in Ruhe. Och. Aber. Ja, den lassen wir jetzt in Ruhe. Später, Exi. Später kannst du da sterben. Jetzt nicht. Später darfst du da sterben. Ele braucht doch jetzt. Was brauche ich denn? Einen Helm. Ein Helm? Ja. Nein. Alles gut. Machen wir später. Okay. Wenn wir alle Petris dabei das haben. Protokoll, und ich hätte dir einen besorgt. Ja, ja. Ich weiß. Exi hat mir die Haare geschnitten. Nein. Deshalb möchtest du einen Helm, jetzt verstehe ich das. Alles klar. Bruch den Bart. Wir haben da so ein paar Haare gebraucht für unsere Nanny. Hat er mich im Schlaf beschnitten? Guckt ja auch erstmal so links und rechts, ne? Nicht nur ja, ich gucke gerade da zu, da sehe ich nicht eine Brücke. Brücke. Guck mal. Ich sehe einen Rex. Oh, netter Rex. Das sieht schick aus mit dem weißen Streifen. Wie so ein Stinktier.
Ach da, Tatsache. Jetzt hätte ich ihn so einen Vogel gestreift mit dem Hintern. Ja. Gib zu, Hedda, du warst das. Ich würde sagen, kurze Zwischenlandung auf der Brücke. Ich brauche nämlich Ausdauer. Ach so, die Brücke ist nur eine Brücke. Weil Brücke. Okay. Das hätte sie sonst sein sollen. Guck mal, wie ich sitze. Perfekt. Ja. Perfekt. Oh. Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich das nie hinbekommen. Na klar, kaum sitzt du da oben, spielst du schon wieder 3D-Drucker. Was denn? Ups, naja. Du köckelst. Exi? Naja, der ist schon wieder. Oh, kannst du da drin schwimmen? Vielleicht kannst du da drin auch angeln. Ja, aber in den anderen konnte ich auch schwimmen, aber trotzdem nicht angeln. Das Wasser sieht irgendwie anders aus. Seht ihr das? Es verschwimmt aber wirklich wie Wasser. Also halt, es ist, wenn du runter guckst, ist es so flimmerig. Ja, es ist arschkalt. Buh, raus hier. So. Kann man ja nochmal ausprobieren, aber ich habe wenig Hoffnung. Ja. Mhm. So. Nächste Brücke. Ist noch eine Brücke, Hedda. Oh, Brücke? Oh, jetzt hat es wieder geleckt. Also. Wasserfall ist laut, ne? Das ist nicht so, dass. Ja, eben nicht, der hat kein Geräusch. Der hat kein Geräusch? Ja, der hat kein Geräusch. Warte mal, Exi. Vielleicht hat der Wasserfall Geräusche. Ist dir echt aufgefallen, schon am Anfang, an diesem ersten Wasserfall, wo wir waren, da hat er auch keine Geräusche. Hat Geräusche. Aber nicht so extrem laut. Ich höre überhaupt nichts. Nee? Nee. Vielleicht. Also wenn ich hier den Ton lauter als wir. Also hier, der Ton ist leise, aber Ton ist da. Okay. Also ist nicht so penetrant. Ich will zum gelben, zum lila Lutrop, da ist noch ab. Oh. Ich auch. Und ein Kano. Pass auf, Kano kommt mit. Kano schwenkt ab. Also den kann ich schon ablenken. Oder du lenkst ihn ab. Lenkst du ihn? Ich töte ihn. Beste Achso, da mein ich. Wo ist er? Da. Oh, hey, da kommt alles fertig. So. Exi, wo steckst du? Ich stecke auf dem Felsen. Zielfernrohr. Das Ding hat sich gelohnt. Auf dem Felsen? Auf dem großen Felsen. Auf dem Plateau. Bisschen weiter rechts. Ja. Das war links. Das andere rechts. Da wo auch ein. Auf der Map ist es weiter rechts. Okay. Da wo auch die Tapete ist. Elektrodino. Hier ist ein Petroi. Ich sehe keine Tapete. Okay. Dann ist er also nicht weiter Richtung Landesinnere, sondern schon. Achso. Dann ist er auf andere. Dem Fels da vorne. Wahrscheinlich. Oder ja, auf dem da. Wahrscheinlich. Ja. Ja, also einer von euch hat recht. Da ist er. Ich weiß nicht, wer den roten Agi hat und wer den nicht roten Agi hat. Ela hat den nicht roten Agi. So, dritter Fluss. Hier müssen wir uns ein bisschen umgucken. Ob es hier nicht ein schönes Plätzchen gibt. Oben ist ein großes Plateau auf jeden Fall. Ja, ein sehr schön großes Plateau. Mhm. Das eingezeichnete Plateau. Könnt ihr hinkommen, ne? Unten gibt es Wassertiere. Jetzt haben wir diese Dings gar nicht angeguckt. Diese Siedlung. Ja, kommt noch. Aber geht ja noch. Erstmal aber hier ist schön gerade. Butze finden. Das könnte dieses rechte Plateau sein, ja. Auf der Karte. Guck mal, da oben schön ist auch gerade. Nochmal eine Brücke. Und guck mal hier. Raptor, komm her. Nicht abhauen. Ich guck mir mal das von oben an. Der Raptor haut ab. Oh, dafür kommt sein Bruder. Oh, zu dritt. Was machst denn du da? Ach, der hat seine Brüder geholt, der Schuft. Da kommt noch einer, ne? Das sind vier. Ah. Oh, trotzdem schön hier. Alles, was kein Elektrodino ist, wird getötet. Ah, doch, ein paar nette Blümchen hier, ne? Jo. Exi, was meinst du? Auf jeden Fall schon nicht schlecht aus.
Aber? Schön gerade und schön mit Aussicht. Ich würde auch weiter gucken wollen. Okay. Ich glaube, wir finden bestimmt einige schöne Orte. Dann können wir uns den besten aussuchen. Achso, hier hinter Richtung Landesinnere ist noch so ein kleiner See, da ist auch irgendwie so eine kleine Hütte-Siedlung gedöns. So Richtung Ark oder wie? Nee, mehr so Richtung diesen Herbstwald. Hinterm Wasserfall quasi. Hinterm Wasserfall. Ich mag Seen, das ist auch nicht schlecht. Da ist noch so eine komische Brücke, ne? Ja, wenn ich nichts sehen kann, ist natürlich doof, ja. Oh! Was ist? Sag nicht oh und sag nichts. Hehe, oh. Da ist noch was Interessantes. Oh, Metall. Ein kleiner See. Wo bist du? Seid ihr schon bei dem kleinen See, wo die Brücke? Es ist in so einem Tal, ne? Ja. Okay. Dann bin ich vielleicht da. Das sind so zwei so Plateaus übereinander. Ein, ja, sehe ich. Und dann weiter rechts durch diese Schlucht durch. Jetzt oder nachher? Ja, lass mal fliegen. Rechts. Hast du eine Höhle gefunden? Messer. Besser! Wo fliegst du hin, wenn er sagt rechts? Rechts ist doch rechts. Rechts ist da, wo auf der Karte nicht links ist. Ich hätte gesagt, rechts wäre da gewesen. Schlecht. Aufer, also Osten. Och. Das brauche ich dann aber gleich mal ein bisschen Ausdauer. Ich gehe mal da hoch aufs Plateau. Also hier ist auch noch irgendwie eine kleine Höhle. Richtung blauen Lutstrahl, ne? Ja. Genau, das ist richtig. Ach, da ist er. Wo ist denn da? Oh, Rutsche. Ups. Diesmal habe ich keine Punktlandung gemacht. Das ist düster. Hast du Exi schon gesehen? Ja. Blauen Lutstrahl. Ich sehe da hinten. Doch, ja, man sieht einfach Höhlen, ne? Schon von Weitem. Der Eingang ist erstmal grau. Wie eine angefangene Arche oder so. Oh. Oh. Scheiße. Ja. Das ist ja hübsch. Aha. Das ist ja mal mega. Schon eine vorgefertigte Butze. Sag mal, ist das Helms Klamm? Sieht ein bisschen so ähnlich aus, tatsächlich, ja. Ui. Das ist doch Helms Klamm. Krasse Schön. Scheiße, echt. Oh, und die Höhle da drin ist cool. Die Höhle da drin ist cool. Wieso Butze bauen? Oh, hier drinnen würde ich nicht bauen, sondern eher davor, damit wir hier das ganze Kristall fluten können. Aber im Vorraum ist es schön. Wow. Und hier unten haben sich die ganzen Kinder und Weiber verschanzt. Guck mal, da ist. Muschel. Eine Muschel? Muffel. Apfel. Apfelipfium. Also, das find das hier schon cool. Das ist ja mal richtig geil. Und auf jeden Fall gefällt mir besser als die Plateaus, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Mir gefällt Helms Klamm auch besser wie die Plateaus. Also hier hat echt ein... Oh, dunkel. Hier hat echt ein Herr der Ringe-Fan seine Finger drin gehabt, ne? Mal gucken, was da oben noch so ist. Es ist halt viel ähnlich. Ob jetzt bewusst oder unbewusst. Bewusst. Weil wenn man so ähnlich baut, dann... Allein schon das Moria. Da oben ist überall Metall, Obsidian. Also hier ist im Prinzip auch... Das ist, kann natürlich auch Zufall sein, aber da ist halt auch... Ne? Dieses kleine Gitter. Ja, wo sie dann... Die ein bisschen Dinge Wasser durchgeht, ja. Ne? Also ich glaube nicht, dass... Guck mal, hier ist sogar eine Figur. Unbeabsichtigt eine Kiste, ist. Eine Kiste. Kisten. Kiste? Was für eine Kiste? Kisten. Hier ist eine Holzkiste. Wo bist du?
An das Haupttor unten rein. Hast du draufgehauen? Nein. Ich bin schon fast voll. Ich hau da nicht rauf. Guck mal, die Figur hier. Das ist ein bisschen dunkel. Na, hast du eine... Oh. Ich kann meine Dings nicht reparieren. Warte mal. Ich habe auch nichts dabei. Leuchte mir mal, damit ich die Figur aussehe. Laterne. Und das ist auch... Eine Laterne leuchtet mir. Also ist, wir können jetzt natürlich noch ein bisschen nach Süden fliegen, dann kommen wir noch ein bisschen mittiger. Vielleicht finden wir da noch was anderes, was gut ist. Aber ansonsten... Erstmal noch mal kurz sagen, auf die Karte gucken, ob es das Ding ist, was ich... Ach, mir ist das zu dunkel. Ich brauche ein. Nee, das ist nicht das, was ich auf der Karte gesehen habe. Okay, doch. Das ist das, und zwar... auf deiner Discord-Karte. Und zwar das, was zwischen diesen U-förmigen. Ja, U ist es ja nicht so leicht gedreht ist. Mit Wasser davor und da ist nämlich auch so eine. Ist mitten auf der Karte. So eine Burg drauf. Mitten auf der Karte, so eine Burg drauf. Auf deiner Discord-Karte ist so eine Bergkette. Ein Dreiviertelring. In der Mitte ein See. Das ist doch da. Das ist doch genau da, wo wir sitzen. Ja, genau. Das sind genau da, wo wir sind eigentlich. Also gibt es da noch was am Fluss, das waren wir vorhin, und dann noch das andere, wo die Brücken sind, da gab es auch noch ein Dorf. Aber, ja, mir fällt zwar nichts dazu ein, aber man glaube, man könnte hier was machen. Ne? Und wenn Hedda jetzt, wenn Exe jetzt dann noch hier irgendwie angeln kann... Nee, dann angelt ja bloß noch von der Brücke aus. Das ist sowieso das Wichtigste. Angeln und wimmern. Für mich angeln ist das Wichtigste wimmern. Eigentlich bauen. Aber man könnte ja hier drauf noch ein bisschen was rumbauen. Da oh, da ist auch noch irgendeine Höhle mit Lava drin. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Der haut immer gleich ab. Ja. Hier, guck mal da, weg. Futsch. Guck mal, Dinos. Pff, aua. Hilfe. Oh, Lava. Geil. Nicht geil. Du jetzt da. Nee, da wo hier dieses Tal war, ist. Also wieder zurück. Quasi, genau. Da ist eine kleine Höhle und da sehe ich Lava. Pass mal auf, wenn wir da hinfliegen, ist Lexi schon wieder zum nächsten Dorf unterwegs und sagt, guck mal, hier ist auch schön. Und wir haben noch nicht mehr die Höhle gefunden. Ich will nicht sagen, dass das nicht passieren könnte. Also ich habe zwar Fliegen in Höhlen erlaubt, ich weiß gerade nur nicht, ob ich auch Bauen in Höhlen erlaubt habe. Ne, wir können ja hier vor der Höhle bauen, ist ja schön. Nee, wenn, dann will ich schon in Helmsklamm bauen. In da, wo die... Man kann ja in und davor. Bist du dann rechts die Schlucht weiter oder wo bist du hin? Zum Tal und dann rechts. Okay, also da, wo ich zuerst geflogen bin. Also, Moment. Weiter Richtung Landesinnere. Ja. Bist aber aua. Bist aber wieder aus dem Tal raus, oder? Toll. Nun. Naja, wir haben noch keine Todesanzeige oben gesehen von ihm. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ah, hier! Hä? Wo bist du? Dort, wo es leuchtet. Dort, wo es leuchtet. Da unten. Ich kann die Höhle nicht empfehlen, die ist heiß. Ich habe kalte Füße. Das geht gerade. Oh, die ist sehr heiß. Und die ist laggy und buggy. I. Buggy? Nee. Aua. Gibt Lava, aua. Ja. Oh. Es lag. Ja. Oh, da kriegt man Schaden. Ach, ist das die Strahlungshöhle? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Strahlungshöhle, da gab es doch auf der Sumpfdings noch eine Höhle, die Schaden gemacht hat. Ich glaube, jetzt ist mein Arg abgestürzt. Nochmal raufsetzen und. Nee, ich habe Standbild. Ach so. Entweder kommt das gleich wieder, wenn du raus. Ja, das hatte ich auch. Lädst oder. Dein Agi ist auch halb in der Erde. Ist alles gut. Ich habe immer noch Standbild. Hm, ich hatte eine ganze Weile. Oh, leck! Was? Ja.
Aber ansonsten geht's dir noch gut, hey, dem Leck. Ja. Ich dachte jetzt, ist mein Arg abgestürzt. Okay. Die Höhle gefällt mir nicht. Weiter nach Süden. Ich würde mal sagen, Richtung Küste. Ja. Von Helms Klamm also Richtung Küste. Bin ich gut. Ich sehe einen leuchtenden Punkt am Himmel. Ich folge. Richtung gelber Lutstrahl einfach mal. Jo. Und dann, ja, genau. Wir haben uns natürlich auch die beste Tageszeit ausgesucht. Okay, vorhin war es noch hell. Ja. Ich muss sagen, wir können uns immer am gelben Blutstrahl kurz treffen. Dann winken wir nochmal in die Kamera und dann warten wir auf Tage oder so. Naja. Ist ja nun gerade sehr spannend, jetzt hier zuzugucken, wie man hier durch die Gegend fliegt im Dunkeln. Hey, aber immerhin, wir haben was voll Tolles gefunden. Ja, guck mal hier, Bäume. Irgendwas Baum, von rechts. Baum, 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 Baum. So, ich würde sagen, hat dein Mann Hunger. In die Richtung gucken? Nicht looten, ich brauche das Licht. Aber da ist ein Schwert drin. Ja, Finger okay, weg. Dann hol das Schwert raus. Nein. Doch, bevor du, jetzt... Ey! Du, Heini! Nichts sollst du machen. Sollst du nicht machen. So. Der Exi ist böse. Der haut. Guck mal da, kommt was angerannt. Oh, guck mal da. Was zur Hölle? Hör auf jetzt. Oh, 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 oh. Oh, echt jetzt? Okay. Stell dich neben ihn. So, ich spiele jetzt mal ohnmächtig. Hey, wo bist du? Wo ist er hin? Ist weg. Wo bist du? ich sehe bloß noch irgendwas unter mir. Die sind runtergebackt in die Erde. Litzblichte? Nun. Ich krieg Sauerstoffverlust. Oh, Scheiße, das ist schlecht. Das ist unter die Map gebackt. Und alles, was ich in der Hose habe, ist dann verloren. Guck mal, ob irgendein AG im Bett ich hat. Ich kann. Hey, hör auf, das bin ich. Ich bin im Wasser. Ich bin in einer Wasserhöhle. Nee, du bist unter die Map gebackt. Ich bin in einer Höhle. Also. Ich okay. Bin in. Also, nun. Auf Wiedersehen ohne Hedda. Hedda ist in einer Höhle und zwar... Dinge sind passiert. Hedda konnte die Füße nicht stillhalten und ist irgendwo anders hingelaufen. Eigentlich ist es mein Job, aber nun... Ich bitte um Abholung in unserem eventuell zukünftigen Zuhause. Nee, ich baue dann ein Bett. Aber jetzt erstmal... Bis ich später, lebe. Leute. Bis später, tschüss. Oh, Kisten. Noch mehr Kisten. Und Gewitter. Oh, okay. Okay. So, pass auf, ich baue jetzt erstmal ein Bett. Nun. Nee, ihr braucht mich bloß abholen. Ich bin ja schon da. Wo bist du? Dort unser zukünftiges Zuhause, eventuell. Die Frage ist, wie kommen wir da hin, ohne uns gegenseitig bewusstlos zu schlagen? Indem du einfach herfliegst. Ach so. Ja. Da an der Kristallhöhle. Kristallhöle. Welche ja, Kristalle? Nicht Lavahöhle, sondern dort, wo das Wasser ist, wo Kristalle sind, wo ich die Muscheln gefunden habe, wo ihr gesagt habt, oh, Helms Klamm, genau. Ach, da. Ja, und da bist du reingedingst oder was? Ja, da bin ich rausgekommen. Ach, da bist du unten hingepackt. Guck mal. Interessant. Und hier stehen sogar Kisten vor der Tür. Irgendwas wirbelt da, siehst du das? Hier knallt und donnert. Also du bist am Haupteingang oder wo bist du? Ja, ja da. Juhu. Das ist ja spannend. Ich sehe euch. Exe, soll ich dir den Geheimweg nochmal zeigen? Wir können nochmal zum gelben Blutstrahl gehen. Nee, ich habe den schon gesehen. Ich habe einen anderen Geheimweg gefunden. Da war ja Drachenstatue mit den Eiern. Da ist auch einer. Du musst ihn anpfeifen. So, komm her, du Pfeife. Allerdings war das ein bisschen einfacher, weil da muss ich... ne? So. Ich würde sagen, dann Hedda sitzt in die Mitte. Und ich mache da einen schönen... Schöne Anfangsszene. Ah, mit Agi. So, wir fliegen nochmal, weil... So. Hallöchen, Leute, da sind wir wieder. Und auch mit Hedda. Grüßt euch. Ja, jetzt auch mit Hedda. Ja. Hedda hat nachdem wir aus unerfindlichen... unfreiwillig. Also, aus unerfindlichen Gründen war Hedda auf einmal weg. Und ich finde das gar nicht so unerfindlich.
Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe also keine Ahnung. Ich jubel dir auch nächstes Mal mit der Keule zu. Er ist auf jeden Fall hier wieder aufgetaucht. Was sehr mysteriös ist. Ja. Drinnen in der Höhle. Also die Karte ist sehr mysteriös. Unter Wasser. Unter Wasser habe ich mich wiedergefunden. Deshalb hatte ich auch Sauerstoffverluste. Ja, wir wollten noch weiter Richtung Küste, ne? Bevor wir uns festlegen. Achso, ja, stimmt. Gelber Luftstrahl war ja nicht mehr. Ja, das Schwert habe ich jetzt genommen. Nicht, dass einer sagt, ne? Ja, sehr gut. So, jetzt fliegen wir bei leichtem Gewitter und trotzdem Morgendämmerung nochmal den Weg. Der ist jetzt viel, viel schöner. Es lohnt sich, den nochmal anzugucken. Ich würde sagen, Richtung lila Luftstrahl diesmal. Auf ein neues. Juhu! Diesmal bin ich einen Meter von entfernt und lass mich nicht hauen. Aber jetzt geht dann vielleicht keine Schlägerei, wo jemand unter die Erde backt und in Helms Klamm wieder aufwacht. Hey, was ist hier? Ich weiß. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Guck mal hier. Exi, wo steckst du? Links. Ein Stein? Achso, da unten im Tal. Ach nee, ist nur ein Durchgang. Oh, Durchgang. Dachte schon, das wäre. Guck mal, was da unten ist. Ein Dino! Ja. Exi, wir haben Dinos gefunden. Eier. Da ist ein weiblicher. Eier. Lass mal da hier weiterfliegen. Schon sind wir wieder auf unserem Weg abgekommen. Ich nicht, ich bin wieder zurück und gucke. Hier ist ein Nest. Eier. Hier ist ein Nest. Ich hab hier Argis. Okay. Mitnehmen. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Ich hol mir das Ei. Oh, verdammt. Okay, ich hol's mir doch nicht. Hol mal jemand anderes bitte. Okay. Dort, wo null Schaden ist. Oh, du blutest ein bisschen. Ja, hab hier. Das können Dinos. Es legt sich gerade ein Triceratops an, das ist okay. Ja. Was ist für ein Level? Topsi. 13. Ach, haben wir doch ein Glück hier. Unglaublich. Ja, immerhin, ne? Ja, immerhin, wir haben ein Ei, was für ein Glück. Ja, warte, hier müssen noch mehr Nester sein. Oh, komm, Tripsi, sein. Haha. Ich gehe mal noch nach weiteren Nestern gucken. Da drüben ist bestimmt noch eins. Hier ist eine Bumskeule. Hier sind Dodos, hier sind die bestimmt nicht. Also ein Nest. Also hier sind noch mehr. Enttäuschen. Hier sind noch mehr Dinos. Wo ist hier? Ein bisschen weiter wieder Richtung Helms Klamm. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn es nicht so überladen ist mit diesen besonderen Dinos. Was? Wie bei manch anderen, wo du dann wirklich Schluchten voll hast und dann rennst du einmal durch und dann bist du für die nächsten 5 Tage satt. Ja, aber es ist trotzdem nichts schöne dabei, Plattform. Was auch meistens. Ja, dann müssen wir ein bisschen baden. Schade, ich finde kein Nest mehr. Ich sehe sonst auch keins. Außer dem einen. Hm. Das ist schade. Ein Nest ist natürlich ein bisschen wenig. Aber dadurch ist es halt nicht so überladen. Das ist schon wieder fast das andere Extrem von fast nicht da.